Ich denke, dass in diesem Leben viel mehr passiert, als wir mit unserem kleinen Horizont überhaupt feststellen. Ich habe in vielen Jahren, als ich auf der Bank gearbeitet habe, ich hatte alles, was man sich vorstellen kann. Es gab also von links außen noch rechts außen, vom Millionär bis zu dem, der kaum das Existenzminimum hatte, hatte ich alles als Kundin. Und ich habe dann gesehen, was das Leben für ein Kampf sein kann. Ich habe gesehen, was passiert, wenn ein Mensch scheitert. Und ich denke, das ist etwas ganz Dramatisches, wenn ein Mensch scheitert. Ich habe gesehen, wie Leute, die mit dem Innenminister ausgeritten sind, wie die zugrunde gegangen sind, dass am Schluss haben wir ihm vom Supermarkt aufgelauert, vier Leute von der Bank haben ihm das Auto abgenommen. Das kann man sich nicht vorstellen, was das heißt. Ich hatte Leute, die waren Manager in Singapur, High Society, Geld ohne Ende. Ich habe dann gesehen, wie sie zu mir gekommen sind mit so einer normalen Schlägermütze, so verarmt, dass sie kein Existenzminimum mehr hatten. Sie hatten weniger als Existenzminimum. Wenn man das sieht, dann wird es einfach klar, dass wir jetzt einfach in gesunde, in normale Bahnen laufen. Das ist immer noch große Gnade, aber es kann in diesem Leben blitzschnell gehen, dass alles durcheinander kommt. Und dann wird nur eine Frage eine Rolle spielen, die auch bei Israel eine Rolle gespielt hat. Und die Frage, die bei Israel eine Rolle gespielt hat, Gott beschreibt es so: Er sagt, ihr seid nach unten gewurzelt und werdet drum nach oben entsprechende Ergebnisse, nämlich Frucht haben. Und wenn man das Leben zuschlägt, und wir wissen alle nicht, was in dieser Endzeit noch passieren wird, dann wird es von großer Bedeutung sein, wie wir unser Fundament, wie wir unsere Wurzeln praktisch gesetzt haben. Das heißt, sind wir unbeweglich, sind wir fest, so wie Paulus im Korintherbrief sagt, dass wir wirklich in der Person Jesu gegründet und gewurzelt sind, oder was ist mit uns los? Das zeigt sich oft erst, wenn die Krise kommt. Wisst ihr, solange es jemandem gut geht, kannst du nicht viel sagen. Was jemand wert ist, auch geistlich, das kommt raus, wenn die Krise kommt. Ob das eine familiäre Krise ist, ob das eine Glaubenskrise ist, ob das eine berufliche Krise ist, eine gesundheitliche, hat viele, viele Varianten. Ich lese uns eine Stelle in Lukas 21, 25, da sagt die Bibel: Es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Da sagt die Bibel, in der Endzeit wird es passieren, dass große Angst über die Heidenvölker kommt. Heiden sind laut Bibel alle Nichtjuden. Das heißt einfach der Rest der Welt. Und die Bibel beschreibt hier das Tosen des Meeres, das ist ein Synonym, Umschreibung für das Völkermeer. Das heißt, die Bibel sagt, je weiter die Endzeit fortschreitet, wird das Völkermeer toben. Das wird eine Quelle der Unruhe sein, eine Quelle der Angst. Ob das jetzt Krieg ist, wirtschaftliche Not, das spielt keine Rolle. Aber auf jeden Fall, je weiter die Endzeit fortschreitet, je mehr werden auch wir Gläubige, wir sind ja nur ein Teil eines Volkes, werden wir genauso von diesen Dingen teilweise betroffen sein. Das ist das Umfeld, das letztendlich dazu führen kann, dass man seine Wurzelung oder seinen festen Stand verliert. Und leider passiert es eben nicht nur bei Ungläubigen, da ist uns klar, sondern es passiert auch bei Gläubigen. Und im Prediger 12 sagt die Bibel: Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Das heißt, es kommt im Alter, das glaubst du ja nicht, wenn du jung bist. Ich habe mal geglaubt, so bis Anfang 50, dass es immer so weitergeht. Dass ich alles, und das war so, alles, was ich will, mit meinem Wille auslösen kann. Und irgendwann habe ich meinem Wille den Befehl gegeben und der Körper hat Nein gesagt. Er hat nicht mehr funktioniert. Und, es kommen Tage, die gefallen dir nicht. Wenn plötzlich die Krankheit wie ein Intervall dauernd da ist, du siehst, es wird nicht besser werden, es wird immer nur noch schlechter werden. Wenn die Bibel sagt, dann kommen Tage, die gefallen dir nicht. Und dann ist es wichtig, so wie hier der Bibeltext sagt, dass man schon in der Jugend begonnen hat, seine Wurzeln tief im Herr Jesus zu verankern, dass man nicht überrascht wird.
1. Petrus 1, 24, da kommt dann das Nächste. Da scheitern eigentlich mehr Menschen, wie man glaubt. Und da fallen auch mehr Gläubige um, als man glaubt. Das ist etwas, das ein bisschen verdeckt dahergeht. Und zwar, die Bibel sagt, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt, seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dieses Kurzlebige, dass man aufblüht, dass alles wunderbar ist und dann, wenn du zu dir kommst, merkst du plötzlich, der Großteil deines Lebens ist vorbei. Ich war jetzt bei einer Verabschiedung von einer Kollegin und die hat es auch ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht. Da ist ja wohl der Großteil vorbei. Und ich denke, ja, ist so. Dass du plötzlich aufschrickst und dann fangen die Leute oft an zu wackeln. In der Welt nennt man es Midlife Crisis. Das heißt, dann brechen die oft sind es die Männer, aber auch manchmal die Frau. Ich weiß, ein Fall hier in Albstadt, namhafte Persönlichkeit, da ist die Frau ausgebrochen. Es bricht Mann oder Frau dann einfach aus, muss aber nicht erst ein Midlife Crisis passieren. Es kann schon vorher geschehen, wenn man einfach nicht gewurzelt ist. Und dann kommt etwas, das einem gegen den Strich geht, Dinge, die man sich anders vorgestellt hat. Und dann kommt eine Kollision zwischen Gottes Führung und letztendlich meinem eigenen Leben. Jetzt kann man immer sagen, ja gut, wenn das bei Ungläubigen passiert, die fallen dann um, gehen in die Sünde, drehen durch, das ist normal. Aber bei Gläubigen. Im Psalm 77, 11 steht eine bedeutsame Bibelstelle. Da sagt Asaf, einer der großen Heiligen des Alten Testaments, sagt, und ich sage, ich will das erleiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Im Psalm 118, Abvers 16, wird dargestellt, wer die rechte Hand Gottes des Vaters ist, nämlich der Herr Jesus. Und hier sagt er jetzt ganz klar, die Änderungen, die die rechte Hand Gottes, nämlich der Herr Jesus, in meinem Leben trifft, die will ich erleiden. Wisst ihr, das kann man nur so eine Bibelstelle ausleben, wenn man ganz tief im Herr Jesus gewurzelt ist. Jetzt sage ich es einmal vorsichtig. Wir haben ja heute das amerikanische Instant-Zeitalter. Instant heißt ja, ich habe ein Glas, einen Löffel, egal was da drin ist, schütte sie was rein, gieße heißes Wasser drüber und es ist fertig. Und so gehen manche geistliche Dinge heute auch über die Bühne. Man hat ein Instant-Christentum. Man hat schnelle Bekehrungen. Man hat keine Bekehrungen, so wie die Bibel sagt. Sie sagt ja Wiedergeburt dazu. Zur Wiedergeburt muss eine Zeugung geschehen. Und dann reift dieses Kind 9 Monate. Das ist ein Prozess, wo etwas reift. Und genauso ist es geistlich. Der Same des Wortes Gottes kommt in das Herz eines Menschen hinein. Und dann beginnt ein Prozess. Und das Ende davon ist der Durchbruch zur Wiedergeburt. Und wir haben es heute so, da wird schnell durch Emotion oder Ähnliches wird etwas herbeigeführt. Man sagt dann, oh, der ist bekehrt, die ist bekehrt, da ist das passiert. Auch oft bei Kindern aus gläubigen Familien. Und dann wunderst du dich irgendwann nach Jahren oder vielleicht nach Jahrzehnten, manchmal, bei manchen schon nach ein paar Wochen, dass sie umkippen. Und der Grund war in der Regel, dass die Wurzel nicht gestimmt hat. Und von daher ist das die Wurzelung, wie man gewurzelt ist, was mit meiner Lebenswurzel ist, geistlich, von letzter Bedeutung. Ist ihr, und das Problem ist, solange es einem gut geht, kann man das oft gar nicht beurteilen. Man ist oft dann im Zustand, wo alles klappt, dann kommt natürlich der übliche Wahn der Gläubigen, dass man glaubt, immer wenn es gut geht, ist es vor Gott, immer wenn es schlecht geht, ist es nicht vor Gott. Aber so einfach ist das nicht. Sondern es gibt Dinge, die gehen völlig schief und die sind vor Gott. Und es gibt Dinge, die laufen wunderbar und die sind vom Teufel. Also man kann das nicht so einfach sagen. Da man einfach sagt, gut gehe von Gott, schlecht gehe vom Teufel. Das ist nicht so. Ich war zum Beispiel, wir haben gestern Abend eine relativ heftige Versammlung gehabt im KJD über kirchgeschichtlich Pfingstbewegung. Ich habe da ein bisschen meine Geschichte erzählt. Ich habe da auch das erzählt, dass ich eines Tages plötzlich krank wurde. Ich bin sogar zum Facharzt gegangen, der hat nichts festgestellt. Aus lauter Verzweiflung hat er mir dann Vitamin gespritzt, der hat also gar nichts festgestellt. Ich hatte aber solche Schmerzen, dass ich mich nicht mehr aufrichten konnte. Über 10 Jahre. Ich bin fast verzweifelt, ich habe zu Gott geschrien.
Ich habe auch geglaubt, dass der Teufel mich kaputt machen will. Ich war am Schluss so weit, dass ich glaubte, ich muss sterben. Erst als ich dann aus der Pfingstbewegung raus war, diese Kämpfe hinter mir hatte, ist mir klar geworden, warum ich krank war. Gott hat mich durch diese Krankheit so tief untergehalten, dass mir es nie zu wohl wurde und dass ich immer unter war, zerbrochenen Herzens. Und so konnte ich dann auch die Kämpfe mit dieser Bewegung durchstehen. Eines Tages plötzlich heißt es in meinem Herzen, geh zum Arzt. Ich habe dann fast rebelliert, weil ich habe gesagt, wie oft war ich schon beim Arzt, der findet doch nichts. Ich gehe zum Arzt, inzwischen hat er gewechselt, hat einen Nachfolger gehabt. Der macht eine Untersuchung, also chemisch, einen Test. Nach 5 Minuten hat er das Ergebnis und sagt, Sie haben schon jahrelang, haben Sie eine heftigste Entzündung vom inneren Organ, haben Sie das nicht gemerkt? Dann sage ich, ja doch, ich bin ja dauernd bei Ihrem Vorgänger gewesen. Dann sagt er, der hat das nicht gemerkt. Nein, hat er nicht geglaubt. Mir ist dann klar geworden, das war nicht die Unfähigkeit dieses Arztes, sondern dort Gott zugedeckt. Das sind diese Änderungen, die Gott in meinem und deinem Leben gibt, denen du nicht ausweichen kannst. Wisst ihr, und jetzt, wenn das der Fall ist, dass Gott etwas gibt, was du nicht verstehst, vielleicht erst 10 Jahre danach, und ich muss dazu sagen, der mir dann solche, Bomben von Penicillinpille habe ich schlucken müssen, der Apotheker sagt nur zu mir, dann hat sie aber was vor sich, und durch das ist das in den Griff gekommen. Aber ich habe heute nur teilweise unter dem zu leiden, weil es noch nicht immer noch auffällig ist, aber der akute Krankheitsbefund ist weg. Aber jetzt, warum macht das Gott? Wenn man das in der richtigen Weise umsetzt, dann gehen die Wurzeln nach unten. Setzt man sie in der falschen Weise um, dann kippt man um. Das passiert nicht nur beim Ungläubigen, da passiert es relativ schnell, aber es passiert vor allem auch bei Gläubigen. Und das ist dann dramatisch. Psalm 66, 12. Das ist jetzt eine dritte Ebene. Also jetzt haben wir einmal die Ebene, der Zustand dieser Welt. Das kann auch ein Beruf sein, wo es immer schlimmer wird, dass ich es kaum noch aushalte. Hatte ich auch schon erlebt. Ich bin einmal zur Deutschen Mobbinggesellschaft zum Vortrag, weil ich einfach wissen wollte, ob das, was ich erlebe, normal ist. Und dann haben die mir relativ deutlich in diesem Vortrag zur Kenntnis gebracht, dass das, was ich erlebe, ungefähr 1,5 Jahre ertragbar ist. Länger kann das niemand aushalten. Ich hatte schon 4 Jahre. Und immer wenn solche Dinge sind, dann muss man fragen, Herr, warum? Nicht als Rebellion, sondern muss man fragen, willst du mich wurzeln? Willst du, dass meine Wurzel endlich in die Tiefe geht? Warum ist das? Wenn das dein Wille ist, dann geschehe er uneingeschränkt in meinem Leben. Und die China-Einland-Mission, die hatte immer gutes Gebet, die hat gesagt, ist es aber vom Teufel, dann will ich nichts mit zu tun haben. Dass man vor Gott ganz klar sagt, wenn es von dir ist, ja, egal was es kostet, ist vom Teufel, nein, selbst wenn es gut ist. Bloß beim Guten beten wir das ja sowieso nie, ihr versteht. Da sagt man immer, danke. Jetzt kommt der dritte Bereich, also die Welt, dann das Persönliche, Krankheit, Elend, Familie, Ärger, also alles, was da über diese Schiene gehen kann. Und dann heißt es in Vers 12, du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen, wir sind in Feuer und Wasser gekommen. Aber du hast uns herausgeführt in die Fülle, dass Menschen über mein Haupt gehen, dass aus diesen anderen Bereichen ich plötzlich in Abhängigkeit von Menschen komme oder gequält werde von Menschen, dass der Mensch plötzlich zu meinem Problem wird. Wenn man jetzt beginnt, auf denjenigen, der mich quält, Hass zu empfinden, dann geht man in die Sünde, dann schält man Gott völlig aus. Ich muss mir klar sein, dass es Gott auch manchmal zulässt, um mich zu wurzeln, um mich in die Fülle zu führen. Mir hat ein Mann relativ viel Böses getan. Er hat mir auch Gutes getan, aber viel Böses, beruflich. Ich habe vor kurzem mit einem Kollegen gesprochen, der hat Geburtstag, habe ich ihm angerufen. Wir sind beide nicht mehr bei der Bank, von daher war es leicht zu reden. Dann sage ich zu dem Mann, weißt du, im Prinzip bin ich dankbar, dass das damals so ging, weil das Ergebnis war für mich nur gut. Das war die Hand Gottes, die dieses gelenkt hat. Und dann sagte er, das kann ich nicht sagen. Weißt du, da war
der hat die Faust geballt innerlich. Wisst ihr, das ist das Problem. Es kann die Welt sein, die Umstände, die immer schlimmer werden. Es kann meine persönliche Not sein, die schlimm sein kann. Schmerzen, Elend. Aber auch, dass Menschen über mein Haupt gehen, dass Menschen mich verletzen bis aufs Blut. Gibt es auch? Und dann parallel dazu diese Erkenntnis aus Hiob 14, Abvers 1. Der Mensch von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit, ist voll Unruhe, wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Ja, über einen solchen hältst du deine Augen auf und mit mir gehst du ins Gericht. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Wenn doch seine Tage bestimmt sind, die Zahl seiner Monate bei dir festgelegt ist und du ihm ein Ziel gesetzt hast, das er nicht überschreiten kann, da muss man ganz nüchtern sagen, und dann siehst du plötzlich in diesem Elend, in diesen Kämpfen, wie dir die Zeit davonläuft. Und ich habe das gesehen, wie Leute, als ihnen die Zeit davonlief, wie sie dann Panik bekommen haben und dann versucht haben, alles, was sie versäumt haben, mit einer unbeschreiblichen Gier noch hereinzuholen, und dann hat sie in der Regel alles kaputt. Ich habe bisher einmal in meinem Leben erlebt, dass ich so gewackelt habe von meinem Fundament her, dass ich es sogar fast körperlich, ich kam mir vor wie auf einem Sockel und habe gemerkt, wie meine Füße abgleitet. Einmal erlebt, das ist nicht schön. Da bin ich in wildester Panik zu meinem Jesus geflohen und habe zu ihm geschrien, dass die Wurzelung wieder geschieht. Und es ging ungefähr einen Tag, dann war ich wieder stabil. Aber es ist auch für uns Gläubige ungeheuer schwierig, wenn wir nicht so gewurzelt sind. In Matthäus 7, Vers 24 sagt der Herr Jesus, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Ein jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Manne gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Wisst ihr, sagt die Bibel ganz klar, wenn einmal die Wasserflut kommt, die ist ja noch nicht da, meistens. Wenn die Wasserflut kommt, dann wird sich's zeigen, wie ist mein Fundament. Bin ich in Christus so gegründet, dass ich unerschütterlich bin? Ich sage es nochmals, dass der Ungläubige dann umkippt, das sagen wir, ja, ja, wäre er gläubig, würde es nicht passieren, das ist ja richtig. Aber wisst ihr, ich habe halt schon zu oft gesehen, wie die Gläubige genauso wegstürzt, wie die Gläubige genauso umkippt, unerklärlich. Namhaftester Evangelist, könnt ihr euch die Namen sagen. Verheiratet, glücklich verheiratet, 6 Kinder. Ohne dass man es erklären kann, haut er plötzlich mit einer anderen Frau ab. Dass die ganze fromme Welt ist zusammengezuckt, sagt, was ist hier passiert? Wisst ihr, das kannst du oft nicht erklären, man sieht es auch nicht. Es ist einfach oft oberflächlich. Oberflächliche Frömmigkeit und man sieht gar nicht, dass dahinter schon was passiert ist. Wisst ihr, jetzt kommt halt das alte Problem. Der Herr Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut. Und was sagt der Herr Jesus? Der Herr Jesus sagt zum Beispiel ganz klar, sodass es der einfältigste Mensch erkennen kann, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugefügt werden. Er sagt hier, das Wichtigste für dich ist die Gerechtigkeit Gottes. Warum? Weil die mich in den Himmel bringt. Durch Jesu Blut. Das heißt, wenn ich nicht mehr in meinem Leben als Grundsatz meiner Lebenseinstellung als Gläubiger sehe, dass das Wichtigste, was in meinem Leben passiert ist, und das Wichtigste, egal was drumherum passiert, die Errettung ist, dass ich ein Gotteskind bin, dass ich gereinigt bin durch Jesu Blut, dass ich wiedergeboren bin zu einer lebendigen Hoffnung, in einem Geist, zu einem Leib getauft bin, wenn das nicht mehr das Wichtigste ist, ich versuche es mal ganz einfach zu erklären, dann beginnt sich die Wurzelung in Christus zu lockern.
Habt ihr schon Bäume gesehen, bei denen sich die Wurzel, wo der Boden nicht mehr gut ist, wenn ihr das sehen wollt oder wie sie umkippt, geht auf den Braunharzberg. Da seht ihr sie. Da liegen sie. Unbegreiflich, wie eine so tiefe Wurzel umkippen kann. Wisst ihr, warum das war? Da hat der Boden nichts mehr getaugt. Der war zu locker. Da kam ein Sturm und sie fallen um. Und in dem Moment, wie diese Grundwurzelung in Christus, dass man meine Zukunft in der Ewigkeit, die Errettung als Wichtigstes sieht, wenn das nämlich mehr das Wichtigste ist, dann beginnt meine Wurzelung zu lockern und dann wackelt man. In Römer 8, 18 steht, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit, das steht im Griechischen Kairos, also dieser Zeitpunkt, wo ich jetzt durch muss, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wenn das nicht mehr Programm ist bei mir, sondern wenn die Umstände, und die können vielfältig sein, ich habe Menschen zerbrechen sehen, weil sie nicht mit dem fertig wurden, wie ein anderer Mensch sich ihnen gegenüber verhält. Das darf man nicht unterschätzen. In dem Moment ist das Verhältnis zum Menschen wichtiger wie das Verhältnis zu Gott. Wenn das eintritt, dann kippt man um. Ist nur eine Frage der Zeit. Oder wenn die Krankheit, wie lange ich lebe, wir haben vorher gelesen, Hiob, Gott bestimmt meine Zeit. Meine Frau sagt oft zu mir, oder öfters wie früher, sagt sie zu mir, wenn was krankheitsmäßig ist, weil wir auch alt werden und die Krankheit viel mehr kommt. Sagt meine Frau manchmal zu mir, du predigst doch immer, jeder stirbt im Wille Gottes. Warum regst du dich jetzt auf? Sag ich, danke. Wisst ihr, im Prinzip hat sie ja recht. Sie hat völlig recht. Es ist so. Und hier ist das Problem, dass der Mensch oft, obwohl er gläubig ist, nicht in der Tiefe verankert ist und dann wundert man sich, dass es dumm geht. Aber es gibt ein zweites Problem. 5. Mose 29, 17. Darum hütet euch, dass nicht etwa ein Mann oder eine Frau, eine Sippe oder ein Stamm unter euch seid, dessen Herz sich heute von dem Herrn, unserem Gott, abwendet, der hingeht, den Göttern jener Nationen zu dienen, und dass nicht etwa eine Wurzel unter euch seid, die Gift und Wermut trägt. Wisst ihr, man kann auch gewurzelt sein in Christus und kann dann im seelischen Bereich, also der Mensch besteht ja aus Geist, Seele und Leib. Ich kann zum Beispiel immer noch wiedergeboren sein, ich kann ein Gotteskind sein, ich kann Gott dienen und kann trotzdem in meinem seelischen Bereich meine Fühler zu anderen Dingen ausstrecken. Und jetzt sagt er, da gibt es solche Dinge, wo dann auch eine Wurzel entsteht. Manchmal nennt man das auch Bindung. Die Bibel sagt, die Gift und Wermut trägt. Dann kommt plötzlich etwas Böses in mich hinein. Wenn man die Texte weiterliest, dann sieht man, dass dadurch Fluch und Säge ausgelöst werden. Und manchmal musst du schon fragen, warum manche Dinge geschehen im Leben eines Gläubigen. Manchmal ist es auch der Wille Gottes. Es gibt hier keine Regel. Man muss das selber mit Gott klären. Man muss schon aufpassen und sich kontrollieren, ob man nicht seine Fühler in andere Bereiche ausgestreckt hat, wo dann plötzlich eine Wurzel heranwächst, die in meinem Seelenbereich mein geistliches Leben stört. In Jesaja 5,20 heißt es: Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind, die sich selbst für verständig halten. Wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tapfer im Mischen von berauschendem Getränk, die dem Gottlosen Recht geben, um eines Bestechungsgeschenkes willen, aber den Gerechten seine Gerechtigkeit absprechen. Darum, wie die Feuerzunge stoppelnd frisst und dürres Gras in der Flamme zusammensinkt, so wird ihre Wurzel wie Moder werden und ihre Blüte wie Staub auffliegen. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz, ganz schlimmen Punkt. Wir haben heute durch endzeitliche Erscheinungen, wird das, was früher Sünde war, heute für gut befunden. Und zum Beispiel eine bestimmte geistliche Haltung, Absonderung, die Bibel in jedem Wort für wahr zu halten, wird für böse empfunden. Und jetzt sage ich es einmal ganz vorsichtig. Man glaubt dann, wenn man sich hier ein bisschen anpasst,
Das moderne Wort heißt Kontextualisierung. Also man versucht im Kontext sich der Welt anzupassen. Zum Beispiel Wycliffe hat hier etwas gemacht, das ist völlig erschütternd. Die haben eine Bibelübersetzung rausgebracht für Moslems oder sind dran, der zu arbeiten. Und weil die Moslems ja ablehnen, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist und dass Gott der Vater Jesu Christi ist, im Felsentum steht ja, Allah hat keinen Sohn, ist man hingegangen und hat in dieser Übersetzung die Worte für Sohn und Vater einfach rausgemacht. Versteht ihr, das ist Jesaja 5, Vers 20. Und da sagt die Bibel, wenn man auch geistlich sich auf solche Abwege und solche böse Dinge, also Wege, die nach unten führen, begibt, dann sagt die Bibel, dann wird irgendwann das Ganze von der Wurzel her wie Moder sei. Und wisst ihr, was Moder ist? Müssen wir mal gucken. Moder ist das, was verfault ist im Baum unten, wenn du da Streichholz hinhältst. Das hat man früher als Zündstoff benutzt. Das flammt wie, also wie wild. Das heißt, du hast hier etwas, das letztendlich im Gericht Gottes, in seinem Feuergericht vollständig zerstört werden wird. Und dann wunderst du dich, wie Werke, wie Menschen, wie Dinge kaputt gehen. Jesaja 14, 29. Denn aus der Wurzel der Schlange wird eine Natter hervorkommen und deren Frucht wird ein fliegender, feuriger Drache sein. Ich sage es einmal ganz einfach. Böses bringt Böses hervor. Ich kann nicht mit einer Wurzelung, die nicht in Jesus Christus und in der Heiligen Schrift allein geschieht, wenn die Wurzelung nicht dort allein geschieht, bei mir Jesus und in der Schrift, sondern wenn ich meine Fühler über das hinausstrecke, über das Geschriebene hinausgehe, die Wege der Menschen gehe, auch diese modernistischen Wege, wenn ich die gehe, dann muss ich mitrechnen, dass mir das Gleiche passiert, dass diese Dinge, die dann vielleicht sogar funktionieren, da gibt es Dinge, die funktionieren, dass die irgendwann auf dem Höhepunkt, wenn du nichts mehr denkst, plötzlich vom Gericht Gottes entflammt werden und wie Moder und wie Zunder beginnen, sich selber zu verzehren. Und plötzlich ist dann alles kaputt. Wisst ihr, wenn das am Ende eines Lebens geschieht, dann kommt das lange Gesicht. Und da kommt immer die dumme Frage, warum hat Gott es zugelassen? Meistens ist nicht Gott, der es zulässt, sondern ich bin selber, der es auslöst. Hosea 9, 15 sagt, alle ihre Bosheit stammt von Gilgal. Wisst ihr, was Gilgal ist? Gilgal ist in der schattenbildlichen Sprache des Alten Testamentes den Ort der Beschneidung, der Ort der Abwälzung. Steht für Wiedergeburt. Das heißt im Zentrum, und so hat es in der Kirchengeschichte begonnen, wo man anstelle des vollkommenen Opfers Jesus, Jesu Opfer reicht, vollständig, Jesus allein. Ich muss nur im Glauben diese ganze herrliche Heilswahrheit für mich persönlich mit Buße und Glaube, mit einem aufrichtigen Herzen annehmen und dann bricht sofort geistliche Sieghaftigkeit, geistlicher Durchschlag, das kommt alles dann mit einem Schlag aus meinem Herzen, dann bricht es durch, dass ich wirklich Sieg habe. Das haben wir verraten. Da kam dann langsam im Lauf der Kirchengeschichte die katholische Messe, dass man einfach sogar Gilgal, wo das Zentrum ist, bei der Rettung plötzlich gesagt hat, wir brauchen ein wiederholbares Opfer. Wisst ihr, das darf man nicht unterschätzen. Das sind unsere Geschwister in der Reformationszeit, teilweise ermordet, teilweise auf die Galeere-Sklavschiffe gekommen, teilweise als wirkliche, wie soll ich sagen, Gefangene lebendig begraben worden. Da sind furchtbare Dinge passiert. Und heute, was ist heute, wenn man mich einlädt, ich soll zur Messe gehen? Gehe ich da hin, weil mein Kollege Hochzeit hat? Wisst ihr, da hört der Spaß auf. Wir haben oft nicht einmal das Rückgrat zu unserem Kollegen zu sagen, Entschuldigung, ich kann aus Überzeugung zu deiner Trauung, zu der Messe nicht gehen. Da muss man halt fragen, du wirst getraut, katholisch, ja, ist da eine Messe dabei? Wenn er sagt nein, kannst du hingehen. Sagt er, ist eine Messe dabei? Ausgeschlossen als Gläubiger. Wisst ihr, da fängt es an. Es ist oft so harmlos. Malachi 3,19. Da sagt die Bibel,
Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr, der Heerscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Ich möchte betonen, wenn das Gericht Gottes über alles, was Gott nicht will, hereinbricht, dann zerstört es nicht nur das Äußere, sondern es geht bis an die Wurzel. Und wenn jetzt ein Mensch, ein Ungläubiger zum Beispiel, nicht in Christus gewurzelt ist, sondern sich auf andere Dinge verlässt und dieses Gericht geht über sein Leben drüber, dann kippt er um, dann ist er vorbei, dann ist er aus, dann ist er kaputt. Wenn ihr mal sehen wollt, wie das geht, dann lest die Geschichte vom Nebukadnezar, wo er wie ein Tier Gras fressen musste. Könnt ihr im Daniel nachlesen. Aber auch bei Gläubigen, wenn man sein Vertrauen nicht mehr auf den Herr Jesus allein, nicht mehr auf die Heilige Schrift allein setzt, sondern wenn man plötzlich beginnt, die Dinge dieser Welt zu holen, auf die vertraut, dann ist er aus. Wisst ihr, so kam die christliche Rockmusik übrigens von Freimaurerkreisen finanziert, in Amerika, das weiß man inzwischen. So kam Rockmusik in die christlichen Kreise, so sind viele Programme und Schulungsdinge, die eigentlich eher zum Management einer Bank gehören, als zu einer christlichen Gemeinde, sind in die Gemeinde eingedrungen. Wenn man nicht mehr geglaubt hat, dass der Heilige Geist allein, und zwar indem der Jesus durch den Heiligen Geist in meinem Herzen Epheser 4 wirkt, nämlich die Begabung und mich benutzt, dass das nicht reicht. Man hat immer geglaubt, das reicht nicht. Du kannst heute fast nicht mehr aufs Missionsfeld gehen, wenn du nicht eine wirklich theologische Ausbildung hast. Manchmal musst du sogar graduiert sein, also sprich, musst einen Titel haben. O armer Hudson Taylor, o armer Livingston, die ganz große der Weltmission, die hätte gar nicht gehen können heute. Wäre nicht gegangen. Das merkst du erst, wie da was eingebrochen ist, das Fundament betrifft. Man ist nicht mehr in Jesus allein gewurzelt, in der Heiligen Schrift, sondern man versucht, die Dinge dieser Welt zu nehmen, um amerikanisch instantmäßig etwas zu beschleunigen. Das funktioniert auch großteils, sage ich ganz offen. Aber spätestens, wenn Gott sein Gericht drüber gibt und über diese Dinge gibt er sein Gericht, dann ist das wie Moder, den man anbrennt, dann ist das ruckzuck kaputt und dann wunderst du dich, dass Missionswerke zusammenbrechen, dass wirklich fundierte, stehende Gläubige umkippen und du kannst es dir nicht erklären. Du musst nur hingehen und bohren, was war die Wurzel? Auf was hast du dich verlassen? Was war das Fundament deines Lebens? Jesus allein? Ihr kennt ja alle die Geschichte von der Verklärung auf dem Berg Tabor, Matthäus 17, wo der Petrus dann anfängt, als er Elia sieht und Mose und Jesus, fängt er an und sagt, lass uns Hütten bauen, jetzt kommt das Menschliche. Und dann geht Gott hin und unterbricht ihn und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Und in dem Moment, wie Gott diesen, ich sag's mal, sehr frommen Mann, Petrus, stoppt, in dem Moment, wie er den Petrus stoppt, weil er von Mose fasziniert war, von Elia fasziniert war, vielleicht vom Herr Jesus auch noch, in dem Moment, wie er ihn stoppt, sagt die Bibel ganz einfach, sie sahen nichts als Jesus allein. Eine wirkliche Wurzelung, die biblisch hält. Egal, ob Menschen über mein Haupt geht, egal, ob Krankheit über mein Haupt geht, obwohl vielleicht auch die Umstände katastrophal sind in meinem Umfeld, vielleicht sogar zur Verfolgung führt. Eine Wurzelung, die wirklich hält, bis hinein in die Ewigkeit, ist nur eine Wurzelung, die in Jesus allein geschieht. Wenn das nicht der Fall ist, aus meiner Sicht keine Chance. Der Gottlose sowieso nicht. Denn Hiob ist ja ein sehr schlauer Mann gewesen, trotz seinem Elend. Hiob 18 erklärt er nochmal, das möchte ich jetzt jedem betonen, der in unserer Mitte nicht sicher ist, dass er wirklich gerettet ist. Du hast, wenn einmal das Wasser kommt, wenn einmal der Platzreger kommt und du nicht gewurzelt bist, nicht wirklich wiedergeboren bist, nicht ein Gotteskind bist, wenn du nicht echt bist, hast du keine Chance. Hiob 18 sagt, von unten werden seine Wurzeln verdorren, von oben seine Zweige verwelken. Sein Gedenken verschwindet von der Erde und sein Name wird auf den Straßen nicht genannt werden. Man stößt ihn aus dem Licht in die Finsternis
und verjagt ihn aus der Welt. So wird der Gottlose beschrieben, er hat keine Chance. Aber ich will ja nicht über die Gottlose reden, sondern über die Heiligen. Und Markus 11, 20, die Heilige des alten Bundes war Israel. Und da sagt die Bibel, das ist ein Bild, ein sehr drastisches Bild. Die Bibel redet vom Feigenbaum. Wir wissen, dass der Feigenbaum das biblische Bild für Israel ist. Und der Jesus verflucht hier den Feigenbaum. Und dann heißt es Vers 20, und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Das heißt, wenn das Gericht Gottes kommt, geht es bis in die Wurzeln hinein. Wisst ihr, und jetzt kann man über Israel zwei Meinungen haben. Ich bin tief überzeugt, dass Israel das auserwählte Volk ist. Und ich bin tief überzeugt, Römer 11, 25 und 26, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, wird sich Gott Israel zuwenden und ganz Israel errettet werden. Der Überrest Israels, das Drittel, das die Endzeitkriege überlebt, wird sich an einem Tag bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu bekehren. Aber davor steht 5. Mose 28, wo die Bibel ganz klar beschreibt, was Israel wegen seinem Ungehorsam durchmachen muss. Und da ist das geschehen, was hier vom Feigenbaum beschrieben wird. Bis in die Wurzeln verdorrt, bis das Sprichwort kam, der ewige Jude, der keine Ruhe findet. Der Herr sagt ihnen ja, ihr werdet zum Sprichwort werden. Das genau ist passiert. Bis in die Wurzeln. Aber der Herr hat so gemacht, dass er ihnen eben diese Zukunft gab, wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist. Dann werden sie gerettet werden. Wisst ihr, und die Wurzelung spielt eine ganz große Rolle. Von der Wurzel her, ich habe es mal gesehen, der Pimi hat mal bei uns einen Apfelbaum gepflanzt. Ich habe es fast nicht geglaubt, wo da die erste Äpfel kamen, weil das ist ja sowas Mickriges. Sie sieht aus wie ein Bambusstock, gell, als am Anfang. Und da war dann etwas, das war für mich wichtig. Ich habe nicht gesehen, dass das ein Apfelbaum ist. Aber da war von der Wurzel her, war das wirklich ein richtiger Apfelbaum. Wisst ihr, ein Apfelbaum bringt Äpfel und ein Birnbaum bringt Birnen. Und ein Gläubiger bringt Früchte und ein Nichtgläubiger bringt keine Früchte. Soll ich es mal vereinfacht sagen? Wenn jemand nicht wiedergeboren ist, nicht gläubig ist, dann brauchst du nicht auf die Früchte warten. Wisst ihr, und wir haben heute eine Zeit. Ich komme nur aus einer Zeit, wo in der Schule, wo im Beruf überall das geherrscht hat, was man Zucht nannte. Wenn ich heute sehe, was heute abgeht auf diesen Ebenen, bin ich schockiert. Da hat Zucht geherrscht. Aber jetzt haben wir eine Zeit, wo keine Zucht mehr herrscht. Und das ist oft dann eigentlich der schnelle Beweis, wo du siehst, wenn keine Zucht, kein Druck von außen kommt, wenn die Anstandsregeln und das alles aufgelöst wird, dann siehst du auch relativ schnell, ob der Mensch wirklich gewurzelt ist oder ob er nur mitgelaufen ist wegen dem Druck. Das ist auch in christlichen Kreisen so. Dann nimmst du den Druck weg und plötzlich fliegen dir die Gläubiger auseinander und du wunderst dich, was ein Gläubiger alles tun kann. Das kommt, weil er nicht gewurzelt ist. Und dann unter Umständen geht man unter, dann kommt das Gericht Gottes und dann kommen Dinge, die sind nicht schön. In Matthäus 13, der Herr Jesus redet sehr viel über Wurzeln. Er sagt, es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nun keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wisst ihr, ich sage es jetzt einmal ganz hart, wie sehe ich, ob ich gewurzelt bin? Es kommt raus. Es kommt raus an der Frucht. Nach einer Zeit, wie beim Wachstum in der Natur, es braucht eine bestimmte Zeit der Reife und dann kommt es raus. Ich hatte mal einen Mann, der in offener Sünde gelebt hat. Und im Nachhinein ist mir eigentlich alles aufgefallen, was gefehlt hat. Das hat bestimmte Dinge hat einfach gefehlt. Und jetzt bist du ja nicht so pingelig, dass du dann immer gleich hinterhergehst. Aber vielleicht wäre es sogar richtig, hinterherzugehen und zu sagen, hey, was ist mit dir los? Ist deine Wurzel in Ordnung? Und in Matthäus 13, 21 zeigt der Herr Jesus nochmals in diesem großen Gleichnis, er sagt, hier geht etwas völlig schief, er hatte aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Das heißt, du siehst oft erst, ob eine Wurzelung wirklich geschehen ist beim Mensch, wenn das Leben über ihn drüber geht. Das ist auch der Grund, und das hat auch einen biblischen Grund, da gibt es in der Bibel ganz klare Ausdrücke, wo du sehen kannst, was sie meint.
Zum Beispiel sagt die Bibel nach meinem Verständnis, dass man sich erst bekehren kann, wenn man mündig ist, wenn man ein bestimmtes Alter hat. Man kann bei Kindern das Samen des Wortes Gottes legen. Aber wenn zu mir jemand sagt, ich habe mich als sechsjähriges Kind bekehrt, muss ich sagen, Entschuldigung, du solltest mir noch eine Bekehrung ein bisschen später zeigen, dann glaube ich deine Bekehrung, vorher nicht. Das heißt, man muss mündig sein. Und dieses Mündige bedeutet, dass ich dem Herr Jesus erlaube, dass meine Lebenswurzeln tief in ihm verwurzelt sind. Dazu gehört auch ein gewisser Druck, den ich aushalte. Dazu gehört eine bestimmte Hingabe. Aber dass das alles überhaupt funktioniert, muss ich wiedergeboren sein, in einem Geist zu einem Leib getauft sein, ich muss in den Leib Christi eingefügt sein. Wenn das der Fall ist, dann kommt auch 2. Könige 19,30. Das ist bei Israel so gewesen und das ist bei den Gläubigen so. Und zwar, da kommt immer der gleiche Effekt. Und was vom Haus Juda entkommen und übrig geblieben ist, das ist dieser Überrest, der sich dann bekehrt, wird wieder nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht tragen. Und wenn ein Mensch wirklich in der Person Jesu verwurzelt ist, dann wird er nach oben Früchte bringen, dann kommen bestimmte Dinge heraus. Der ist nicht fehlerlos, der macht genauso Fehler. Der wird auch manchmal von seiner Seele, von seinem Fleisch überrollt. Wer würde das nicht zugeben, dass man hier Fehler macht und dass man sich versündigt? Aber die Grundwurzelung, der Grundsatz ist stabil. Was heißt das? Das heißt, wenn ich mich versündige, wirklich versündige, ein Mensch, der gewurzelt ist in Christus, der kann mit dieser Sünde nicht leben. Der muss auf kurz oder lang diese Sünde in Ordnung bringen. Der kann mit dem nicht leben. Weil er vom Angesicht Gottes steht, das geht nicht. Ein gewurzelter Mensch bringt das in Ordnung, lässt sich reinigen durch Jesu Blut und bringt das Menschen gegenüber in Ordnung. Aber jemand, der nicht gewurzelt ist, jetzt kommen wir zu was ganz, ganz Kitzligem, der wird im Endeffekt mit dem leben können. Und immer wenn jemand mit diesen Dingen leben kann, kriege ich Bauchweh. Kriege ich einfach Bauchweh. Weiß ich mal jetzt nicht Kleinigkeit oder Missstimmigkeit unter Gläubigen, sondern wirklich Sünde. Wisst ihr, wo mir ein Prediger sagt, du, zu mir kommt ein gläubiger Mann, der eine Firma hat, der ist ein bisschen in finanzieller Not gewesen, der sagt, kannst du mir Geld geben? Und das war dem seine Altersversorgung, was er dem gegeben hat. Müsst ihr euch vorstellen. Dann ruft der Bruder mir völlig entsetzt an und sagt, er gibt mir das Geld nicht mehr. Könnt ihr euch das vorstellen? Gläubige. Das ist seine Altersversorgung. Er hat dann angefangen, ernstlich zu Gott zu schreien, einen Gebetskampf zu führen, den Mann zu ermahnen. Und mit Hängen und Würgen hat er sein Geld wieder gekriegt. Wisst ihr, das sind dann Dinge, wo du sagen musst, der, wo das getan hat, der muss in Sack und Asche Buße tun diesem Mann gegenüber. Aber wenn da jemand mit leben kann und sagt, ach, der soll sich doch nicht so umlassen und so, kennt ihr das? Zu mir hat mal jemand gesagt, ach, Kaufmann, du hast eine seltsame Vorstellung von Wahrheit. Ich habe gesagt, zu Deutsch, das ist Lüge und du hast es zu berichtigen. Und hat er gesagt, ach, du hast eine seltsame Vorstellung von Wahrheit. Ich traue keinem, der in echter Sünde, ich meine jetzt nicht die Kleinigkeit, ausdrücklich, sondern ich meine wirklich, der in massiver Sünde leben kann oder etwas auf der Latte hat, ein schwarzer Fleck, der bekanntlich sichtbar ist und wo jeder weiß, und der dann einfach geistlich weiterlebt, kriege ich Bauchweh. Da frage ich mich, ist das eine Wurzelung oder ist keine? Sprüche 12,3, weil die Bibel sagt etwas. Sie sagt hier, und es gilt immer für die Alte und für die neutestamentliche Heiligen, aber die Wurzel des Gerechten trägt Frucht. Vers 12 und Vers 3, die Wurzel der Gerechten aber wird nicht wanken. Also das sagt die Bibel, A, die Wurzel des Gerechten wird nicht wanken, die ist fest und sie bringt Frucht. Wisst ihr, wenn jemand geistlich beginnt zu wackeln, wir sind ja so, wir versuchen immer seelsorgerlich zu helfen, das ist ja nicht falsch. Aber vielleicht sollten wir den Mut haben, manchmal jemand, der wackelt, ganz offen ins Gesicht hinein zu fragen, wackelst du, weil deine Wurzel nicht mehr stimmt? Auf was vertraust du? Was willst du? Ihr wisst ja, die Magd Saras, die Hagar, was hier der Engel des Herrn, der Herr Jesus, sie fragt. Er fragt sie, wo kommst du her?
wo willst du hin? Und das ist oft die Frage für uns, wo komme ich her, wo will ich hin? Jetzt muss ich prüfen, komme ich her aus einer Verwurzelung in Christus und will ich hin in eine neue Verwurzelung in ihm oder habe ich andere Ziele? Und da muss man sich einfach ernstlich vor Gott prüfen, weil wenn die Frucht nicht kommt und ich nicht gewurzelt bin und Matthäus 7, 24 nicht passiert, dass wirklich ich Gottes Wort höre, tue, mich wirklich auf dem Evangelium gewurzelt sehe, dann kriege ich ein Problem. Dann kann es euch fallen um. Und dann billig zu sagen, der war nie gläubig, Entschuldigung, das stimmt einfach nicht. Es ist tragisch. Ich habe Dramas gesehen im Leben von Gläubigen. Und es tut mir immer weh, wenn sowas passiert. In 1. Korinther 3, 11 sagt Paulus, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wenn aber jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Spätestens im Preisgericht Jesu Christi, da wird ja ein Feuergericht über unsere Leben drüber gehen, wird dieses Feuer Gottes alles, was bei uns nicht echt war, verbrennen. Und übrig bleiben wird nur das Echte. Und gemäß diesem Echte werde ich die Belohnung von Gott bekommen. Krone oder keine Krone. Und da sagt Gott, Leute, die haben nichts mehr übrig. Die haben das nackte Leben noch durchgerettet. Sie sind geblieben, aber sie haben nur das nackte Leben durchgerettet und haben nichts aufzuweisen. Sie sind gerettet wie durchs Feuer hindurch. Ist das schön, wenn man vor mir Jesus steht und nichts mehr hat? Nichts, gar nichts? Ich glaube nicht. Wir müssen einfach sehen, es beginnt mit Kolosser 1, Vers 13. Und das sind diese einfachen Dinge, die müssen bei jedem von uns klar sein. Wenn die nicht klar sind, brauchen wir gar nicht weiterreden. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis, hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünde. Wisst ihr, wenn der Punkt nicht klar ist, dann ist keine Verwurzelung da. Dann bin ich gar nicht in Christus hineinversetzt. Dann bin ich nicht in einem Geist zu einem Leib getauft. Dann gilt auch 1. Korinther 1, 30 nicht für mich. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, wo die Bibel sagt, und da vertrauen wir da drauf, denn durch ihn seid ihr in Christus Jesus. Und von der muss man kritisch sein. Wenn jemand umkippt oder wackelt oder furchtbar unter Druck kommt, muss man zuerst mal gucken, gläubig? Wenn ja, dann muss man gucken, gelockerte Wurzeln? Die Wurzeln können auch lockern durch Anfechtung. Wenn man nicht zum Hohepriester Jesus Christus geht, sei Hilfe von Menschen erwartet oder von anderen und nicht zum Herr Jesus flieht, dann lockert es auch die Wurzelung. Und dann sagt er, weil Christus ist uns von Gott gemacht worden zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Wenn ich wirklich Weisheit brauche, gehe ich zum Herrn Jesus. Oder gehe ich ins Internet. Ihr wisst, was ich meine. Oder gehe ich zu den Lexika. Wo hole ich meine Weisheit her? Wo hole ich meine Gerechtigkeit her? Wenn ich geistlich was will, greife ich zu den Kommentaren zur Studienbibel oder beuge ich mein Knie vor Herrn Jesus und schreie zu ihm. Ich will wissen, was die Wahrheit ist. Ich will es sehen, wie du es siehst, nicht was die Menschen tun. Ich benutze die Werke auch, wenn ich wissen will, ob der Kyros im Jahr 508 geboren wurde oder nicht. Stimmt nicht die Zahl, aber ich sage es jetzt mal fiktiv. Da benutze ich das auch. Aber ich benutze doch, um geistliche Wahrheiten zu erkennen, nicht die Meinung der Menschen, sondern da brauche ich doch das von Gott. Da brauche ich die Heilige Schrift. Genauso die Gerechtigkeit, dass ich mich nur auf das verlasse, was der Jesus getan hat. Sei kostbares und teures Blut, nicht was Menschen mir sagen. Genauso in der Heiligung. Der eine sagt, das darfst du, der andere sagt, das darfst du nicht. Ja, ist das Kriterium. Oder 1. Thessalonicher 4, wo ganz klar geschrieben steht, was Heiligung ist. Wisst ihr, da sieht man dann, wo ist jemand gewurzelt? Oder dass ich erlöst bin, dass ich frei bin vom größten Götze dieses Universums. Genannt Ego, ich. Wer erlöst mich? Wisst ihr, mich Hanse, welcher ein harter Arbeiter war in Stuttgart, ich war in Albstadt ein harter Arbeiter, in Stuttgart noch härter, dann hat mein Chef gesagt, sie in Ruhestand zu schicken, ist wohl etwas eine gefährliche Sache.
Das kann er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, hat er mich zur Betriebspsychologin geschickt. Ich habe dann zuerst Sperrfüße gemacht, aber er hat darauf bestanden, ich muss zur Betriebspsychologin. Dann habe ich der mal eine halbe Stunde erzählt, was ich alles mache, und hat sie mich fortgeschickt. Hat gesagt, oh, kein Thema für Sie. Wisst ihr, aber das ist ein Problem. Das muss man einfach nüchtern, sachlich sehen. Von wessen Meinung bin ich abhängig? Ist meine innere Wurzelung so, dass selbst wenn der Spezialist kommt, sagt, ich schicke dich fort, du hast etwas, was ich nicht habe, da ist was Festes, was Stabiles und du stehst, dir kann ich nicht helfen. Das ist doch gut, wenn die Welt sagt, ich kann dir nicht helfen, das ist doch klasse. Wenn die Welt sagt, für sie kann ich nichts tun, weil ein anderer für mich alles getan hat, nämlich der Sohn Gottes, das ist doch herrlich. Ihr versteht, auf was ich raus will. Wurzelung bedeutet du allein, Herr Jesus. Wurzelung ist nicht dieser subjektive, von Menschen geprägte Meinungsbild, wo man immer nach seinem Ego, nach seinen Gefühlen, nach seinen Eindrücken, nach der Meinung der Menschen geht, so wie es landläufig im Reich Gottes üblich ist. Guckt, ich habe zum Beispiel immer noch das Problem, dass ich das Lied, großer Gott, wir loben dich, nicht singen kann. Das ist ein ganz einfacher Grund. Das haben die Katholiken auch gestimmt, wenn sie unsere Glaubensbrüder verbrannt haben. Wenn ich das Lied höre, geht es mir kalte Buckel runter. Jetzt sitze ich vorne in der ersten Reihe, soll predigen oder sitze so, dass mich jeder sieht. Und na, das, ich weiß nicht, warum die das immer tun. Da kommt meistens das Lied, großer Gott, wir loben dich. Und dann sitze ich da und singe nicht. Wenn du gewurzelt bist, dann hältst du das aus. Du hältst alles aus. Wisst ihr, das Grundproblem, das wir haben, wir sind wie Fähnlein im Wind und richtet unser Fähnlein nach dem Menschen. Bist du gewurzelt in Christus, richtest du dein Fähnlein nicht nach Menschen. Ja, und 1. Timotheus 6, 10 sagt dann, die Bibel ist hier ganz, ganz hart und sagt, die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Weißt du, du kannst wieder geboren sein, du kannst ein Gottes Kind sein, kannst Gott dienen, aber in deinem Seelenbereich kann eine böse Wurzel geschehen, indem du nicht mehr auf den Herr Jesus allein vertraust. Sobald du nicht mehr auf ihn allein vertraust, kommt die andere Wurzel. Egal was, da kommen viele Dinge. Zum Beispiel Hebräer, und das ist auch ein Zentralpunkt, 12, 15 sagt, dass keine bittere Wurzel aufkommt. Wisst ihr, wenn die der Meinung der Menschen wichtiger ist als die Meinung Jesu, oder wenn du immer von Menschen Dinge erwartest und nicht von Herrn Jesus allein, dann kriegst du Enttäuschungen. Zu mir sagt mal Schwester, weißt du, ich koche auch Kaffee nur noch für den Herr Jesus, weil die Menschen mich so enttäuscht haben. Zuerst habe ich gedacht, du bist doch frustriert bis unter den Kragenkopf, was erzählst du mir da fromme Sprüchlein? Aber im Nachhinein habe ich meine Meinung geändert. Er musste sagen, ja, wahrscheinlich hat sie sogar recht. Zumindest die Haltung, dass ich tue alles um Jesu will, das ist gut. Wisst ihr, wenn das passiert, dann geht meine Wurzel immer tiefer runter. Und Offenbarung 5,5, da hast du dann diese Anbetung im Himmel. Und da sagt die Bibel, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Der Herr Jesus ist die wahre Wurzel jedes Gläubigen. Wenn ich in ihn hineingewurzelt bin, wenn er meine Grundlage ist, mein Fundament. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Die Bibel sagt, ihr steht durch den Glauben. Das ist Wiedergeburt, da bist du auf dem Fundament, Jesus Christus. Epheser 4 sagt, von diesem Fundament wächst du dem Haupt Jesus Christus entgegen. Das ist der Normalfall. Aber in dem Fall stehst du nur. Und solange du nur stehst, kannst du durch dein Wille ein Stückchen weggehen. Du kannst sogar vom Fundament runtertreten. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn du aber fest verankert bist, wenn es verwurzelt ist, wenn du in Christus verwurzelt bist, gehst du nicht vom Fundament runter, dann gehst du auch nicht weg. Es gibt im Baurecht was ganz Einfaches. Wenn du ein Haus kaufst, alles was so mit dem Haus verbunden ist, dass es zerstört wäre würde, wenn man dir letztendlich erlauben würde, das wegzumachen, das gehört zum Haus, das darfst du nicht wegmachen. Und so ist, wenn du mit Christus so fundamental von der Wurzel her verbunden bist und alles von ihnen erwartest, dann kann man dich nicht wegnehmen.
Das ist auch das, was die Bibel sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Da bist du völlig sicher. Dann kann dich keiner wegstoßen, kann dich keiner anrempeln, dass du weggehst. Du bist dann gegründet in ihm. Wenn dann die Bibel sagt, im Psalm 1, wenn du aus Wort Gottes zu deinem Ein und Alles machst und dort der Herr Jesus suchst, mit geistlichen Augen und zu seinen Füßen liegst, das sagt die Bibel dann. Vers 3, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Dann bist du gepflanzt an Wasserbächen, gewurzelt. Und die Bibel sagt, was ist das Kriterium? Der über seinem Worte sitzt Tag und Nacht. Weißt du, wenn du siehst, das Wort Gottes sein und alles, der Herr Jesus das totale Zentrum in geistlichen Dingen, dass man nicht auf Menschen geht, dann wird es langsam, aber sicher fest, tief, gegründet. Und dann kann mich auch nichts erschüttern. Dann kommt auch kein Midlife-Crisis. Also wenn beim Gläubigen Midlife-Crisis kommt, dann kriege ich Bauchweh. Da muss ich sagen, Entschuldigung, was ist mit dir los? Hast du was verpasst? Ich bin jetzt über 60. Du überlegst schon manchmal, was hast du jetzt hinkriegt und was nicht. Da musst du sagen, geistlich, ist egal. Hauptsache, du bist gewurzelt. Solange du an der Wurzel bist, kommt es auch von Gott jetzt noch, was kommen soll. Für den Rest deines Lebens. Jesaja 37, 31. Nochmals Israel. Wir haben es vorher gelesen. Was vom Haus Juda entkommen und übrig geblieben ist, wird wieder nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht tragen. Genauso wie es von Israel Überrest gibt, wird es von der Gemeinde Jesu ein Überrest geben, die Überwinder, nennt sie die Bibel. Die klar mit dem Herr Jesus geht und diese Leute werden sich durch ein einziger Punkt auszeichnen. Sie sind in Christus ganz tief verwurzelt und bringen trotz aller Umstände Frucht. Was ist Frucht? Nicht, dass sich Leute bekehren. Das ist die Gnade Gottes, das ist was anderes. Sondern Frucht ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Treue, Güte, Enthaltsamkeit. Das ist Frucht. Das heißt, ich werde nicht von der Welt beeinflusst, sondern ich beeinflusse meine Umwelt. Eine Kollegin hat mir ein Kompliment gemacht bei dieser Verabschiedung von anderen Kollegen. Ich weiß aber nicht, ob meine Kollegen das als Kompliment aufgefasst haben. Da ging es um Betrug. Und du hattest fast den Eindruck, alle haben das als Kavaliersdelikt gesehen und haben gegrinst. Und da sagt die eine Kollegin, naja, der Einzige, bei dem ich sicher bin, dass er sowas nicht gemacht hat, das ist der Karl Hermann. Aber dann musst du mitrechnen, dass die Kollegen dich belächeln und sagen, ach, der Hinterwäldler, das ist klar. Wisst ihr, man muss manchmal, wenn man gewurzelt ist, muss man sich als Hinterwäldler hinstellen lassen. Man muss mit dem leben können, dass man dann halt der ewig Gestrige ist, der halt Dinge nicht macht, nicht tut, der zufrieden ist mit dem, was der Jesus ihm gibt. Ich weiß von einem Bruder, der Christusträger, der hat immer Ärger gehabt, wenn sie gekämpft haben um eine Gehaltserhöhung, hat er immer gesagt, ist mir egal. Gut, er konnte es eigentlich recht sagen als Mitglied einer Bruderschaft, aber er ist frei. Wieso? Und das ist auch der Grund, warum ein Gläubiger nicht bestechlich ist. Der ist überhaupt nicht bestechlich. Ein Gläubiger kannst du nicht beeinflussen. Mich kannst du schlecht beeinflussen mit einem Laugerwecker mit Butter. Leicht. Ganz leicht. Aber nur ein paar Minuten. Aber richtig bestechlich ist ein Gläubiger gar nicht. Kolosser 2, 6 ist ein Zentralpunkt. Da kommt jetzt der Schlüssel. Wie kann ich diese Wurzelung in Christus die ganze Zeit bis zum Schluss aufrechterhalten? Was muss ich tun? Da sagt die Bibel, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auch verbaut in ihm, gefestigt im Glauben. Das heißt zu Deutsch, es muss gehen wie bei der Bekehrung. Was ist denn bei der Bekehrung gewesen? Eine heilige Gottesfurcht, oder? Ich hatte Gottesfurcht ohne Ende, als ich mich bekehrt habe. Das heißt genau gleich. Das heißt Furcht vor dem lebendigen Gott, Bereitschaft zur völligen Hingabe, sein Opfer völlig anzunehmen und zu glauben, dass es reicht. Wurzelung heißt, ich glaube, dass der Herr Jesus reicht, ich glaube, dass die Heilige Schrift reicht, ich glaube, dass sein Opfer reicht für alle meine Probleme. Vielfalt. Haben wir doch. Wir haben doch eine Vielfalt von Problemen. Aber für das reicht es, ob dann Krankheit kommt. Ob dann Menschen über mein Haupt geht, ob Gott Änderungen veranlasst, ob die Welt um mich herum verrückt spielt, spielt alles gar keine Rolle.
lese zum Schluss eine Bibelstelle aus dem Psalm 87. Das ist das Programm für die Gewurzelten. Da sagt die Bibel, der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Herrliches ist über dich verheißen, du Stadt Gottes. Da haben wir ein Bild auf das neue Jerusalem. Und wir wissen ja aus der Bibel, dass das neue Jerusalem aus lebendigen Steinen aus den Gläubigen besteht. Die Gesamtheit der Gläubigen bildet das neue Jerusalem. Du Stadt Gottes. Und dann sagt er, von Zion wird man sagen, Mann für Mann ist in ihr geboren. Und der Höchste wird sie selber befestigen. Der Herr wird zählen, wenn er die Völker verzeichnet. Dieser ist dort geboren. Und sie singen beim Reigen, alle meine Quellen sind in dir. Es ist nur ein ganz einfacher Dualismus. Es sind zwei Dinge, die ich beachten muss. Ich muss so sein, wie hier geschrieben steht. Ich muss geboren sein, wieder geboren. Ich muss gerettet sein. Ich muss ein Gotteskind sein. Ich muss wirklich bekehrt sein. Und das Zweite, dass ich alle meine Quellen, alles, was ich will, alles, was ich brauche, nur an einer Stelle hole, in ihm. Das heißt nicht, dass ich nicht meine Berufsausbildung mache, das heißt nicht, dass ich nicht andere Dinge mache, aber in Geistlichem hole ich alles von ihm. Meine Lebenssicherheit hole ich von ihm. Er ist meine letzte Instanz. Wenn das der Fall ist, dann heißt es wie bei Israel, noch untergewurzelt, noch oben trägt er Frucht. Warum habe ich euch das erzählt? Sagen wir mal ganz ehrlich, das, was ich euch erzählt habe, wo ich so gewackelt habe, dass ich denkt habe, ich kipp um, das ist eine Woche her. Das ist gar nicht so lang. Ich bin völlig schockiert gewesen und habe mir überlegt, sag, wie kannst du plötzlich wackeln? Wie kannst du das körperlich empfinden, dass du wackelst? Und ich habe dann angefangen, zum Herrn zu schreien und habe dann gemerkt, da ist wohl eine Lockerung geschehen, ohne dass du es gemerkt hast. Und darum liegt mir das auf dem Herzen. Geschwister, tut mir einen Gefallen. Guckt, ob der Baum sitzt. Guckt, ob die Wurzeln unten sind. Oder guckt, ob es schon schwankt oder wackelt. Nichts auf dieser Welt, weder Krankheit, noch Not, noch Elend, noch die Menschen, noch Enttäuschungen, noch der Zustand, Zeitgeist, das, was in dieser Welt läuft, darf uns so erschüttern, dass wir die tiefe Verwurzelung im Herr Jesus aufgehebt. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, und wenn alle abfallen und alle was anderes sagen und ich der Einzige bin, ich bleibe dabei. Und ich denke, mit dieser Haltung kommen wir durch. Aber wir müssen beginnen, unsere Wurzeln im Herr Jesus festzumachen. Und wir haben es gerade gesehen, ganz einfach, wie ihr euch bekehrt habt. Und Psalm 87 sagt, wiedergeboren und dann alle meine Quellen sind dir. Ich erwarte alles von ihm. Dann kommt die Seele zur Ruhe und dann geschieht die Wurzelung. Da kann passieren, was ist. Wir werden nicht umfallen. Das wünsche ich mir und euch. Ich möchte beten. Jesus, dank dir, dass du das Fundament bist, in dem wir gewurzelt sein sollen. Du hast uns durch Wiedergeburt errettet, sodass wir stehen im Glauben. Und jetzt hilf uns, jedem von uns. Du weißt, wo jeder steht, du weißt, wo ich stehe. Dass unsere Wurzeln bis in die Tiefen der Tiefe bei dir gefestigt werde, dass unser Lebenshaus, unser Glaubensbaum, unser ganzes Sein, unsere Existenz keinen Millimeter wankt, egal was über unser Haupt drüber geht. Gib uns einfach Gnade, dein vollkommenes Opfer und deine Gnade hat die Voraussetzung geschaffen, dass es möglich ist. Durch Glaube können wir das alles erreichen, können in diesen Stand hineingehen und du wirst es in uns wirken. Und dafür bete ich dich an. Amen.